Willkommen, Freunde, bei Hunter the Reckoning, einem neuen Projekt, was ich schon seit einer sehr, sehr langen Zeit vorhatte und ich jetzt auch endlich mal zu Ende bringen werde, beziehungsweise überhaupt mal anfangen. Ich würde mal sagen, wir können direkt reinfliegen, weil Special Features ist unwichtig, da kann man nur alternative Aussehen aktivieren und das Spiel verdammt schwer machen, eigentlich unschaffbar. Die alternativen Aussehen werdet ihr noch sehen, aber erstmal starten wir. Man sieht schon, man kann bis zu vier Spielern spielen. Gott. Und diese können dann entweder Rächer, Verteidiger, Richter oder Märtyrer spielen. Wichtig ist auch, man kann nicht die gleichen Personen mehrfach nehmen. Klingt logisch. Zu den Werten Körperkraft, Genauigkeit, Schnelligkeit, Überzeugung und Widerstand noch. Man sieht natürlich, jeder dieser Jäger hat verschiedene Eigenschaften. Körperkraft ist die Stärke, die man mit Nahkampfwaffen macht. Genauigkeit die Stärke von fernen Waffen. Schnelligkeit ist, wie gesagt, schon die Schnelligkeit, wie schnell der läuft und so. Glaube ich. Überzeugungen sind die Kraft der Fähigkeiten, die man hat. Kann man hier mit einmal nach unten sehen, sieht man das. Jeder hat eine eigene. Und da kommen noch zwei dazu. Durch das Spiel spielen bekommt man noch zwei dazu. Die werden dann auch noch stärker, nicht alle. Beziehungsweise die erste und die zweite werden stärker. Die dritte bekommt man ganz, ganz am Ende und ist erst auf Stufe 1. Ich glaube, die anderen gehen dann auf Stufe 3. Die erste ist nachher Stufe 3, die zweite Stufe 2 und die letzte ist dann Stufe 1. Bekommt man dann durch Besiegen von Bosse oder sowas. Glaube ich. Genau, und zum guter Letzt den Widerstand, der sagt einen eigentlich an, wie viel Schaden man nimmt. Und bis auf Märtyrer haben alle diesen gleich. Jo. Und sonst variieren die ziemlich stark. Ich habe das Spiel schon einmal komplett durchgespielt mit Verteidiger. Sonst davor immer nur Cheats benutzt. Ach ja. Aber ich werde dieses Mal mit Richter spielen. Einfach nur, weil ich es mal lustig finde und Lust drauf habe. Und bevor ich dann noch weiter schwafel, zeige ich euch mal das Intro, welches nebenbei gesagt einen Fehler hat, den ihr bestimmt auch finden könnt, wenn ich weiß, dass die Untertitel nicht gerade synchron sind. An ein bzw. zwei Stellen dann. Das ist eine Untertitelstecke, ist verrutscht auf eine komplett andere, die da überhaupt nichts zu tun hat. Und natürlich werdet ihr jetzt die alternativen Skins von jedem dieser vier Charaktere sehen, die man durch einmal durchspielen freischaltet. Jo. Die seht ihr dann. Jo. Aber ich halte mal die Klappe und lasse euch dann mal das Intro angucken. Viel Spaß! Im vergangenen Jahr sollte der zum Tode auf dem elektrischen Stuhl verurteilte Serienmörder Nathaniel Arcady hingerichtet werden. Die Hinrichtung verlief jedoch nicht wie geplant. Sie nennen es die Beseelung. Wenn sich all dein Wissen als Lüge entpuppt, das Geheimnis ist aufgedeckt. Die Wahrheit offen zutage, dort steht es in all seiner unheiligen Pracht. Das Böse in Person zur grässlichen Erbauung präsentiert. Monster sind real. Und sie sind überall. Von all den an diesem Tag Anwesenden konnten es nur wir vier sehen. Wir erkannten die Wächter als die Monster, die sie waren, und sahen, wie sich die Toten aus den Tiefen des Ashcroft-Gefängnisses erhoben, um Rache zu nehmen. Letztendlich gelang es uns, die Kreaturen zurückzudrängen und sie im Gefängnis einzuschließen. Niemand würde sie jemals wieder stören müssen. So hofften wir zumindest. Thank you.
von Nathaniel Arcady wurden die Kreaturen erneut geweckt. Nicht länger gewillt, im Gefängnis zu verweilen, entfesselten sie diesmal ihren Hass und Zorn gegen die ganze Stadt. Und deshalb sind wir, wie versprochen, zurückgekehrt. An den Ort, wo alles begann und unser gewohntes Leben endete. Wir jagen. Yo, eine geheime Kopfkombination macht einen Jäger unverwundbar. Yo, Cheats, wie schon gesagt. Was ich meinte, ist natürlich, dass ganz am Ende einfach mal fett stand, ein Jahr später. Das hätte passieren sollen, nachdem die das Gefängnis zugeschlossen haben. Und das Intro ist übrigens immer von dem Richtertypen gesprochen, egal wen man spielt. Tschu-tschu! Ich fahre mit 3 km/h im Jahr. Oh. Und entgleise. Also von allen möglichen Scheiß ist das mit das Unlogischste. Ich habe auch keinen Zug gesehen, der bei 3 km/h im Jahr in der Station verreckt ist. Und ja, ihr konntet jetzt im Intro die Cutscenes sehen. Und um kurz nochmal so eine Biografie dahinter zu geben, Verteidiger ist, wie man sehen konnte, einfach nur eine Polizistin da gewesen. Der Richter, den wir jetzt spielen, der war Pater und hat die Hingerichteten immer auf ihren letzten Stunden begleiten, weiß ich nicht. Und ich glaube, die anderen beiden waren aus irgendeinem anderen Grund da. Aber hey, wir sind jetzt am Anfang angekommen, damit auch beim Tutorial, und dann ich bin bla 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 bla. Jo, dich hier lebend durchzubringen, wenn du zum Schein, bla bla bla. Sagen die mir mit A. Kann ich spielen, jo. Bewegen ganz normal, mit L springen, mit rechts, mit RS angreifen. Kann ich Kombinationen so toll ausführen. Oder wenn ich R kurz einmal gedrückt halte, kann ich eine andere Kombo machen. Oder was ich erst viel später rausgefunden habe, R einmal L. Pio, macht so eine krasse Anfangskombi. Da ist mal ein Maschinengewehr mitgenommen. Jeder kommt auch mit einer Nahkampf- und Fernkampfwaffe. Die Fernkampfwaffe hat... Der Controller ist nicht mehr der neueste. Hat eine Fernkampfwaffe mit unendlich Munition, wie man an der Brezel daneben unschwer erkennen kann. Jo. Ist hier ein weiterer Glyphen, weil erstmal Tutorial, alle Glyphen durchgucken. Ich kann vor einer Tür stehen und A drücken und dann die Tür aufmachen. Jo. Tschüss. Hier ist ein Computer. Dann, hey, Unschuldige, die auf blauen Glyphen stehen, sind Mitstreiter, die Monster sehen können, aber keine Kräfte haben. Sie werden dir helfen und dich mit Informationen versorgen. Aka, so eine Glyphe, wie da steht, ist auf dem Boden, da steht eine Person drauf und die wird komischerweise von den Zombies nicht angegriffen. Warum nicht? So, 6 Glyphen übrig. Weil die Anfangsglyphe hier übersieht man schon mal gern, weil man eigentlich direkt daneben spawnt, so ziemlich. Man sollte in diesem Spiel auch nie wirklich in den Nahkampf gehen. Fernkampf ist generell immer der besser. Das digitale Steuerkreuz zum Zoomen. Jo, kann man hier noch anzoomen. Einmal oder weg, weg, weg. Jo. Wenn Sie zum Steuern... Jo, da wird jetzt gesagt, mit X kann man durch die Nah- und Fernkampfwaffe schalten und dann mit A oder R bestätigen. Piu, 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 piu. Das Spiel hat auch Erfahrung, wie man hier sehen kann, EP. Je nach Erfahrung werden danach auch Körperkraft, Genauigkeit, Schnelligkeit, Überzeugung und Widerstand teilweise verbessert. Man kann bis zu 4 Waffen mit sich führen, die man mit B durchschalten kann. Momentan habe ich nur Maschinengewehr. Kann ich mal hier... Katzen getriggert. Ich wollte doch gerade nur die Zombies durchschnetzeln. Danke für die Hilfe. Weiß nur nicht, ob es was gebracht hat. Die Randale sind zwar nicht mehr so wild wie letzte Nacht, aber dieser Zug ist der einzige Weg aus der Stadt und er fährt nirgends mehr hin. Kannst du einen Zug schnellstens wieder fahrbereit machen? Ich? Da müssen so an die 50 Mann anfassen, um den flott zu kriegen. Wenn du ein paar Leute zusammentrommeln könntest, ging schneller. Wir brauchen einen Fluchtweg. Ich schicke, wen immer ich finden kann.
So, jetzt aber. Voila! Ein Unschuldiger wurde gerettet. Yo, mit Y kannst du meine Kräfte durchblättern, die... Ich weiß nicht genau, wie die heißt, aber ich brauche es. Ich möchte es auch gerade gar nicht rausbinden, weil die verbraucht eine Menge von dem Mana und macht auch dafür gut Schaden. Piu, piu. Ich kann euch schon mal sagen, das Spiel wird eine Menge daran aussehen, dass ich mit der Fernkampfwaffe rumschießen werde und den Gegnern ausweichen. Tu. Aber hey, das braucht man auch. Einige Monster hinterlassen beim Stern blaue Kugeln, die deine Überzeugung stärken. Okay, Überzeugung, nicht Mana. Und rote, die die Gesundheit verbessern. Gesundheit, nicht Leben. Ich könnte natürlich bei so wenigen, kann ich auch einfach mal ein bisschen auf Nahkampfwaffe schalten. Das macht keinen Unterschied. Und da sieht man auch schon Überlebende, die dann einfach doof rumstehen und nicht angegriffen werden. Missionszielglyphen sind grün und leuchten erst, wenn du ein Ziel erfüllt hast. Das ist... Ja. Schön. Wie hier. Hui. Ah, ich kann nicht rüberspringen. So, Schrotflinte aufgenommen. Ja, mit B kann ich durch die Spezialwaffen. Dann nehmen wir noch eben die letzte Glyphe. Ach, ich kann ja schon mal die Waffen einmal kurz nehmen. Damit die einmal durchgeladen sind. Und die Boten haben diese orangefarbenen Glyphen geschickt, um dich zu heilen. Yo. Das sind Heiler. Es gibt auch noch welche für Überzeugung. Hihi. Aber ich habe keine Lust, jetzt stundenlang Gegner zu kloppen. Mach fertig. Das erste von, ich spoiler mal, 30 Leveln geschafft. Hier sieht man auch schon Spielstelle, die ich schon hatte. 13.10.2012. Da habe ich das Spiel dann durchgespielt. Ich glaube, das hier ist somit der letzte Spielstand. Aber ich fange einen neuen an. Das Wetten von Unschuldigen bestimmt, welches Spielende du sehen wirst. Jo, das wollte ich auch erklären. Und drei haben öfter raten, was, wie das Spiel endet. Habe ich 50 Unschuldige oder mehr gerettet? Sieht man am Ende noch, wie die schön aus der Stadt rausfahren. Wenn nicht, dann nicht. Verrecken sie halt. Die Leute in der Stadt glauben, dass es sich hier nur um Unruhen handelt. Alles, was sie nicht rechtfertigen können, leugnen sie. Schicke mindestens 5 Unschuldige zum Bahnhof, um bei der Reparatur des Zuges zu helfen. Diese kleinen Spinnen, die man da hinten sieht, sind Skitters. Das wird einem auch mal in den Tutorials angezeigt. Und diese Skitters sind ganz nervige Viecher. Die explodieren nämlich, wenn man sie berührt. Es ist, glaube ich, erst ein- oder zweimal vorgekommen, dass jemand mal, wenn ich das damals vor langer Zeit mit Freunden gespielt habe, dass wir mal aus Versehen mit einer Nahkampfwaffe einen getötet haben. Weil generell, wenn man versucht, die mit einer Nahkampfwaffe zu töten, auch wenn die, ich sag mal, One-Hit sind, endet das darin, dass sie explodieren. Und die ziehen einen ungefähr die Hälfte Leben. Das ist, ach, jetzt kann ich euch ja mal meine Fähigkeit zeigen. Müssen wir mal gucken, ob wir ein paar viele Zombies haben. Und tschüss. Die Fähigkeit haut rein. Müsst ihr euch mal noch einmal vorstellen, wie die ist, wenn die mal ein bisschen hochgelevelt ist. Dann ist die richtig Mörder. Genau, mit einer Nahkampfwaffe, mit einer Fernkampfwaffe, wenn man nah genug dran steht, greift man damit sogar ein bisschen an. Komm. Man sieht jetzt schon, wenn ich in den Nahkampf gehe, kassiert man generell eine Menge Schläge ein. Warte, hopp. Ja. Ich sag mal, es gibt der Rächer, der ist spezialisiert auf Nahkampfschaden. Der macht auch wirklich viel Nahkampf-Damage. Jetzt fix sie. Der spezialisiert auf Nahkampfschaden und macht viel Nahkampf-Damage. Ja, gut, Marcel. Dem Deutsch. Wie in alten Autos kann man, wie ihr sehen könnt, auch feinster Spiele-Klischee-Manier mit ein paar Schüssen in die Luft sprengen. Mit dem C-Stick vom GameCube-Controller kann man auch noch die Richtung bestimmen, die man schießen will. Ganz praktisch. Nach hinten laufen, nach vorne schießen. Eigentlich ja logisch. Das hier ist eigentlich so schon fast eines der längsten Level am Anfang. Jo. Und da geht das Telefon. So. Jetzt sind wir wieder fertig. Nach dem nervigen Telefonanruf. Und wir gehen, Spoiler, in eine nächste Cutscene.
Was zum Teufel ist nur los mit euch Leuten? Bleibt bloß weg von mir! Kaylee? Kaylee! Wo ist das kleine Mädchen, auf das ich aufgepasst habe? Ich muss sie zur Kirche bringen! Ich kümmere mich um das Mädchen.